Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir waren das letzte Mal in der Schniegenburg und haben dort die Königin aufgesucht. Ich habe tatsächlich diesen einen Schatz habe ich gefunden. Ich musste etwas explodieren lassen, damit ich in diesen Raum rein konnte. Das muss man natürlich auch erst herausfinden. Dementsprechend, ja, habe ich das dann auch noch eingesammelt. Und wir haben hier einen Überfall. Das würde ich natürlich auch mit euch machen wollen. Es ist halt die Frage, okay, gehe ich von der Seite oder von der Seite? Ich würde von der Seite gehen. Das heißt, ich reite jetzt einfach hier hin, rufe mein Schiff, fahre dann hier das noch hoch und machen dann den Überfall. So der Plan, meine Lieben. Und danach gehen wir Richtung... Hier haben wir ja dann nichts mehr. Also den sammeln wir noch ein. Und dann gehen wir hier hin. Und die Hauptquest ist ja dort vorne. Dann versuchen wir tatsächlich nochmal den hier zu sammeln, weil wie gesagt, das ist ein Artefakt, den brauchen wir. Und das da ist auch noch ein Artefakt, das ist ja auch das Tattoo-Ding, brauchen wir auch. Dementsprechend sammeln wir das Ding natürlich auch noch ein. Ich muss mal schauen, ob ich das alleine mache oder mit euch, je nachdem wie schnell wir sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, let's go. So. Jetzt habe ich gar nicht markiert, was wir machen wollten. Und zwar, ich wollte richtig zu dieser Brücke. Zu dieser Brücke laufen wir jetzt hin. Wie weit ist das weg? 500. Wir rufen unseren Hopsi. So, Hopsi. Ah. So, und jetzt. Und jump. Uhu. Ja, wir wollen ja nicht die Haxen brechen, ne? So, dann gehen wir hier so runter. Ja, ja. Das sah gerade aus, als wäre da so ein Fernseher in der Hütte. Dieses blaue Licht, gell? So, natürlich wollen wir... Ist ja so oder so weiter runter. Wir können doch weiter... Wir müssen erstmal Hauptsache zum... Fluss kommen. Dann rufen wir ein, da ist das Wasser. Dann rufen wir unser Bötchen und dann schippern wir dahin. Machen den Raubüberfall. Das ist einfacher, als jetzt zu Fuß dahin zu gehen und dann nochmal extra zum Wasser. Dann die Tröte, damit unsere Kollegen kommen, weil die brauchen wir ja, damit wir die großen Kisten aufkriegen. Dementsprechend, meine Lieben. Machen wir hier und dann. Du-du. Na, ja, wo sind unsere Freunde? Haben wir keine Lust zu kommen? Ah, so war das. Hey guys. Ne, hoch da. So, wir müssen natürlich einmal drehen. Mal gucken, ob, oder? Müssen wir drehen? Ja, wir müssen drehen. Mal gucken, ob wir irgendwie drehen können. Ja, ja, das funktioniert. Sehr gut. So, und jetzt fahren wir hier lang. Das macht ihr ganz toll. Wir paddeln und wir paddeln. Da ist ein Team nämlich. Weil wir müssen ja dann durch. Natürlich machen wir einmal die 1 weg, weil sonst irritiert sie uns. Und da wollen wir hin. Richtig? Wollen wir da hin? Wieso regnet das jetzt? Also es hat sich jetzt so schnell zusammengezogen. Wir wollen hier hin, zur nächsten 1. Fensterhaus!
Okay. Wir müssen hier schon loslegen mit der Plünderung. Ein Kloster. Oh, okay, okay, okay. Ich will noch einmal kurz hier so die einen Zweck haben. Okay. Brandschatzt. Wie keine zweite. Alter. Das sagt man nicht. Was denkt man nur? Über vielen Sachen. Haben wir hier irgendwie Schätze? Nö, ne? Ah, schon wieder. Ja, ja. Hier war kein Schatz, ne? Nur ein Gegner. Ups. Muss mal wieder reinkommen hier. Okay, so, los geht's. Wir sammeln. Wer sagt das? Du sagst, machen das, ha? Wer sagt das, dass du mich pieken darfst? Ich bin Piek. Ich bin kein Piekerfreund. Überhaupt nicht. Piek jemand anderen, nicht mich. Machen wir nach dem Überfall. So, wir gehen jetzt einmal da hoch. Hier sind so viele Gebäude. Hier werden sicherlich noch so einige kleine Schätze sein. So, da haben wir einen großen. Ich brauche hier mal Hilfe. Halbe Vorräte. Es ist schön, dass man die einen nicht dran hindern können zu holen. Sehr schön. Thank you. Lift, boys. Wir nehmen natürlich, okay, okay, wir sind hier. Den wollen wir natürlich auch noch holen. Laufen einfach mal da blind hin. Ah! So, das ist den, den wir markiert haben, aber den haben wir dann gleich. Ich bin jetzt verwirrt. Wahrscheinlich irgendwie unten. Wehgetan. Hahaha. Oh. Nimmst du dein Schwert auch wieder mit oder lässt du es da stecken? Immer gut. Hier ist doch sicherlich auch irgendwas, was ich noch mitnehmen kann. Hilfe!
Haben wir hier? Achso, das nur. Okay. Ich finde es sehr interessant, dass die Richter sich komplett da raushalten und nicht einfach nochmal. Da hinten. Ah, dann habe ich den doch da. Dann war das wirklich einer, der da hinten stand. Wahrscheinlich der, wo ich so unsicher war mit der Position. Das ist wie mit dem jetzt gerade. Ah, das heißt, hier ist irgendwo ein runter. Könnte man nicht mit einer Pfeil aufmachen, wenn er nichts wäre. Ja, wunderbar. Ich gehe aber die Fackel. Es waren ein paar mehr. Nice. Es fehlen noch zwei goldene Dinger. Abgeschlossen. Cool. Jetzt gucken wir mal, ob es hier noch kleine Schätze aufgeploppt sind. Ja, hier ein kleiner ist noch aufgeploppt. Den holen wir natürlich auch noch. 36 da drinnen in dem Haus. War ich da nicht schon drinnen? Ja. Cool. Oh, ein großer Schatz. Ach ne, das ist der, wo wir nicht rankommen gerade. Ja, dann haben wir das schon, ne, meine Lieben. Sehr, sehr schön. So. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier hinreisen mit Schnellreise. Laufen dauert mir tatsächlich dann doch zu lange. Ich guck einfach mal. Wenn das nicht gleich so klappt, dann gehe ich direkt zur Hauptquest. Das ist dann eine Sache, was ich dann aufmache. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass ich manches aufmache. Also wenn ihr alles sehen wollt, dann müsst ihr es natürlich einmal in den Kommentaren schreiben. Aber ich sehe das ja auch an den Views, wenn ich halt wirklich nur sammle. Da sind die nicht so die Views drin, wie wenn ich halt die Hauptquest mache. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Dementsprechend versuche ich das halt so ein bisschen in Anführungszeichen zu verkürzen. Also ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Wie gesagt, ansonsten let me know at the comments below. Ich finde das lustig. Ich bin hier. Hallo. Hallo, meine lieben Freunde. Ching, 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 ching. Bum, 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 bum. Ching, ching. So. Ja, nee, doch, ich habe alles da. Ich dachte, ich habe jetzt was vergessen, aber nee, den. Ach ja, das war der. Ah, I guess. Ich hab's verstanden, okay. Also das war auf jeden Fall einmal das Tattoo suchen und hier das kleine Ding. Das ist die große Frage, ne? Da hinten ist das Tattoo. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte sonst geschrien. Achso. Entschuldigt. Wenn man was trinkt. Die haben wir ja auch noch. Genau. Ich würde gerne, was ist das? Fallslave um. Okay.
Es ist einfach so viel, was man machen kann, ne? Was ist das? Aber wir nehmen einfach mal das hier. Wenn das schon angeboten wird, Leute. Dann nehmen wir das doch, das gute Stück. Und das könnten wir jetzt auch. Das ist ein schweres Schild. Verbessert die Beherrschung von schweren Schildern. 5 Blocken, 5 Betäuben. Und die Gesundheit. Sorry, aber das muss sein. Gesundheit ist immer das Wichtigste. Das macht man als erstes. Genau. So. Fächer ist voll. Aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht alles auf Deutsch haben, ne? Also. Ich weiß aber nicht, was ich dazu sagen soll. Weil das dieses, Weißt du, in dem Turm drin, wo ich nicht reinkomme oder so? Einen Schlüssel für brauchen. Sie wurde wohl verriegelt. Wenn man nicht weiß, wo der Schlüssel ist. Das war das Ding. Da ist das. Wir versuchen es einfach, wenn es wieder so. Bist du noch? Da bist du. Habe ich dich noch? Ja, ich sehe dich noch. Ich sehe sie nicht mehr. Okay. Alles klar, mache ich ein anderes Mal. Das Ding ist wieder zurück. Okay, ist ja kein Thema, Leute. Man muss es nochmal probieren, es ist einfach schon zu lange her. Dann machen wir hier einen Sprung dorthin. Weil vielleicht können wir auch später höher springen, dass wir dieses Tattoo-Ding besser kriegen oder so. Also, oder präziser runterspringen oder so, weil ich glaube, das war das, von, wo man vom Felsen runterspringen musste, um das Ding zu kriegen. Das machen wir dann sonst auch später. Ich komme da sicherlich ja nochmal hin. Wir haben ja in dem, bei dem anderen ja auch noch Sachen offen, wo wir das noch nicht hingekriegt haben. Mal gucken. Na, meine Lieben, es ist ja jetzt nicht so schlimm, meines Erachtens. So. Weil ich habe es ja gesagt, ich probiere es einmal und ja. Seh dich nicht. Sprich nicht mit mir. Ich hab die Schnauze voll. Red mit meinem Rücken. Oh ne. Weißt du so? Ne. Ja. Ich geh weg. Ich hab die Schnauze voll. Was redest du die ganze Zeit mit mir? Ich dreh durch. Funktioniert doch. Ne? Ich will aber einfach nur mal allgemein gucken. Also hier haben wir ein und das Ding. Das sind die zwei großen Schätze, die uns noch fehlen. Wo wir noch nicht hingehen, wo ich bei dem nicht weiß, wie ich da hinkomme. Und bei dem anderen komme ich nicht, weil die Tür noch zu ist. Ja, läuft, würde ich sagen. Denn, ich weiß nicht, ob da unten irgendwas ist, um mich aufzufangen. Auf jeden Fall zur Hauptquest darunter. Machen wir das. Aua. Ha.
Da ist unser Bruder. Mal auffüllen. Ich will mal kurz was gucken. Und zwar bei den Mahlzeiten. Man kann ja bis 6 aufplüschen. Uns fehlt Stoff. Das ist der Stoff, ne? Stoff. Ich wollte einmal kurz zum Händler gehen, um gucken, wegen Stoff. Dann gehen wir zur Hauptquest. Ist das hier der Händler? Nee, ist er nicht. Ist er auf der anderen Seite? Wir gehen da gleich hin. Ja, heu rum. So 34 Meter. S, oder? Ist das der Händler? Nee. Oder doch? Er ist auf jeden Fall ein Händler. Ob es der Händler ist, ist es so. Hallo und willkommen. Ladensender. So, das könnte sehr nützlich sein. Mahlzeiten, ich meine, das haben wir ja. Eisenerz. Achso, lass es kaufen. Das ist ein sehr schönes Stück. Ja, das sieht großartig aus. Ah, cool. Werde ich niemals machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich habe dafür gar keinen Sinn. Frisuren. Aha. Das ist eine Quest, Leute. Die können wir ja auf jeden Fall mal mitnehmen. So, aber ich hätte trotzdem... Für Reisen gehen. Eine sehr gute Wahl. Die hat aber keinen Stoff, die gute. Schade. Hätte ja sein können. Das kann man so... Achso, solche Ruhen kann man gut verkaufen. Plunder. Anderes Mal. Hast du schon alles gesehen? Ja. Thank you very much. Ich muss los. Bis bald. Ja, komm. Und hüpf. Hallo. Wir müssen da rein. Okay. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Okay. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgrit sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Man erntet, was man sät, ne? Grüß diesen Verräter Cheolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Moment. Boah. Haben wir mich falsch hingesetzt hier. So. Cheolwulf ist ein guter Mann. Ich verstehe, warum du ihn verachtest. Ich bin nicht hier, um Cheolwulf... Cheolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedon und Tamebjord. Jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofrid ist ihm noch treu.
Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Ich mag ihn nicht. Ja. Raus, Eva. Sofort. Schon gut, schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch. Burgrit versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Arue aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Jawohl. Schlau von dir, die Köpfe mitzubringen. Ja, das finde ich besser. Wie oft werde ich deine Übertreibungen noch eindämmen müssen, Eva? Übertreibungen? So bin ich. Das hätte halt auch voll nach hinten gehen können. Wenn man zu viel Druck auf sie ausübt. Also, wenn sie sich zu sehr ekelt. Achso, das ist eine andere Karte. Das kann halt auch total nach hinten losgehen, ne? So, das ist jetzt unser Dorf noch, ne? Valka, ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Eine andere Karte. Bin ich jetzt blind oder blind? Haben wir die aktiviert? Erstmal. Mal gucken kurz. Ja, den Glück nachhelfen. Finde und durchsuche Burgrits Versteck. Ist er hier irgendwo? Nee, der wird ja in seinem Land bleiben oder was? Das ist Valka. Andere Karte. Ich finde gerade die Hauptquest nicht. Bin ich jetzt blind und blöd? Ich meine, das ist nicht auszuschließen. Ich weiß nicht. Ich will nur wissen, wie weit ich... So, jetzt bin ich ja ganz oben. Muss man doch die Hauptquest eigentlich sehen, aber ich sehe die hier überhaupt nicht. Oder wird es in irgendeinem Bereich sein, was ich noch nicht aufgeschlossen habe? Ich meine, das kann natürlich auch sein. Aber das ist ja dann nicht sein Land mehr. Das ist ja alles nicht sein Land. Das muss ja alles in Lackraschiert sein eigentlich. Wir haben ja hier. Also wurde gefangen genommen aus dem Sinn. Unverhofften Vorteil verschafft. Nun ist Elva.
Das zu überreden, ihren Ehemann. Ich bin blöd. Ich finde auch keine Ahnung. Das ist Reika. Ich habe einen Riesenflusswels gefangen. Er meinte doch gerade im Süden des Landes. Das heißt, ich müsste ja eigentlich unten gucken. Sind wir nicht so verwirrt? Die alte Gruft liegt im Süden. Wäre krass. Oh, das ist das Ding hier. Weil da ist ja eine Gruft. Das weiß ich ja. Weil da war ja... Da bin ich ja nicht weitergekommen, weil da war die Tür ja zu. Ich markiere das Ding mal. Vielleicht ist es das Ding. Wenn ich mich richtig erinnere, Leute. Das ist immer noch das Tüpfelchen auf dem i, aber ich will ja mal kurz... So weit kann ich ja gar nicht springen. Ah! Oder? Mit Anlauf? Nope. Komm da. Jetzt hat er sich bewegt. Nicht, das Ding ist wieder zurückgeschwebt. Okay. Aber es bewegt sich. Aber das, nicht jetzt. Keine Lust zu. Okay, kann ich irgendwie eine Schnellreise da in die Richtung machen? Ja. Machen wir das. Und da sind auch die... Nee, das war das falsche Ding. Verdammt. Kann ich das nicht... Oh, verdammt. Entschuldigt. Ah! Das war das falsche. Nebenbei kurz das gucken, ne? So, das ist das falsche Ding. Sonst muss ich da jetzt hinlaufen. Ich wollte ja... Wo war das jetzt? Da, ja, dann laufe ich da hin. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Das können wir machen auf jeden Fall. Und zwar da 800. Oh, ich kann so runterhüpfen. Da ist was für mich. Ja. Und mein Hopsi. Nur mal kurz gucken. Nee, das war ja die Hülle, die ich nicht finden kann, ne? I remember. So,
Okay, gab es hier noch eine Brücke, wo ich rüber kann? Yep. So, ich muss da ja rüber, ne? Ja, ich muss einmal da rüber und dann geradeaus. Let's go. Da hinten seht ihr schon den Schatz. Und da ist auch eine Gruft. Ich darf ja nicht erwischt werden. Boah, ich bin schon erwischt. Geh ja hier nur durch. Ah, jetzt ist deine Hauptquest. Feld. Schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Die Tür hatte ich schon mal entriegelt. Dann müssen wir hoch an die zur Kirche. Dann müssen wir die nochmal befreien. Hey, Moment! Ja? Diesmal bringst du mich nicht raus. Doch, eigentlich schon, weil ich will nur durch die Kirche in den Tunnel. Doch. Waren doch schon hier. Er muss irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Bogret? Das wird wahrscheinlich die Tür sein, Leute, die wir vorher nicht öffnen konnten. Da, das Ding ist offen. Sehe ich. Ich bin ganz nah dran. Das Ding war nämlich vor zu. Unglaublich. So eine Decke aussieht, kommt die sofort runter, wenn man einmal laut niest. Ein Totenhaus! Mein König! Eindringlinge! Oder ich habe mich zu früh gefreut. Das, meine Lieben, kann natürlich auch sein. Aber nee, vorher war das nämlich zu. Also das ist doch neu. Müssen wir uns hier mal richtig umsehen. Also ich darf mich immer mit der Musik nicht so mitreißen lassen, dass ich dann einmal viel zu schnell handle und wieder da geht eine Tür. Da ist noch eine Tür. Ich muss aufmachen. Das ist, glaube ich, dieses Kirchding. Aufschließen, drinnen. Nein, 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 das kann nicht sein! Zurück! Das ist ein Brotmesser, Bogret. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, yep. Habe ich gesagt! Ich werde kämpfen! Wenn du drauf bestehst. Okay. Du wirst mich töten müssen! Bin dabei. Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König! Ich! Die zieht keine Waffen. Ich muss ihn also ausnocken. Ich gebe nicht nach! Okay. Stärkere Angriffe brauchen mega lange. Au! Mann, was fällt dir ein? Mich töten müssen. Ja, du wiederholst dich.
What? Weg. Alter Sack. Los. Du wirst mich nicht besiegen. Ja, ja, ich weiß. Aua. Schneid mich nicht. Das ist nicht nett. Wow. Ups, das lesen wir uns gleich durch. Ich gebe nicht nach. Ja, ich auch nicht. Du wirst mich nicht besiegen. Kommst du zu mir? Cool. Aber irgendwie mache ich bei ihm keinen Damage. Oh, keinen richtigen. Habe ich ihn? Wir müssen gotcha. Jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Wir nehmen natürlich hier alles mit, was wir finden. Achso, Zitrone. Leofrieds Vergeltung. Tarn Leofried, deinen Wunsch entsprechend habe ich einige Veränderungen an der Dänenaxt vorgenommen, die du mir gebracht hast. Du wirst bemerken, dass der Schaft, der Bauch und der Nacken für einen Mann deiner Statur angepasst wurde. Sie zu schwingen wird etwas anstrengender, aber du wirst dich daran gewöhnen. Wie immer habe ich die Schneide geschärft. Damit lassen sich Haare spalten, also pass auf deine Finger auf. Ich hörte... Es sei eben diese Axt, die man einst aus deiner Schulter zog. Fällt mir. Liebe Grüße an jede denen, die du damit spaltest. Super, dann haben wir das auf jeden Fall. Haben wir hier noch was? Irgendwas Essentielles? Ach ja, wir haben ja den noch nicht gelesen. Brief von Burgred. Die Lage ist mehr als ernst. Diese dreckige Dänen haben wir Tamworth genommen. Ich setze sitze in der Falle, verstecke mich in einer stickigen Gruft und niemand weiß, wann ich mich wieder hinaustrauen kann. Unerträglich. Das Schicksal von Mercia liegt jetzt in den Händen meines Tarns Leofried, doch mir mangelt an Zuversicht, dass er gewinnen kann. Er ist eine treue Ratte, nichts weiter, und jetzt macht er sich gut als menschliches Schild. Und so, da diese Angelegenheit dringlichst ein Ende finden muss, schreibe ich dir, um dir mitzuteilen, dass ich deine treuen Jäger gerufen habe. Und keine Sorge, sei versichert, dass diese Gunst nicht vergessen wird. Der König von Mercia. So, den kann ich auch einmal kurz mitnehmen. Müssen ja alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Alles, was geht. So. Und dich. Da ist noch eine Mini. Das müssten wir nochmal kommen hier, nur um diese Mini-Truhe noch zu holen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Haben wir jetzt alles? Wir gucken einmal kurz hier, falls hier noch was anzeigt. Nope, zeigt er nicht. Sehr gut. Dann können wir ihn jetzt Huckepack nehmen. Okay, wir müssen ihn ein bisschen weitertragen anscheinend. Jo. Denn, meine Lieben, würde ich tatsächlich sagen, wir tragen den Guten in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir hören und stören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.